Ach, lese ich ja jetzt erst. Jörg Kachelmann ist wieder auf freiem Fuß. Schlechte Nachricht fürs Wetter. Sturmfreie Bude ist nicht mehr. Jörg Kachelmann ist wieder da. Ja, nicht die ARD, sondern die Justiz hat ihn entlassen. Nach 4 Monaten hat ein Gericht bemerkt, dass Aussage gegen Aussage steht und dass mögliche Opfer eine Falschaussage gemacht haben könnte, auch wenn man das eher von einem Meteorologen erwartet. Ich hoffe, dass die Presse die Beine jetzt mal eine Weile in Ruhe lässt. Da sind wirklich schon genug schmutzige Details ans Licht gekommen. Die muss ich ja alle erst mal lesen. Übrigens vermuten Justizbeobachter, dass der Kachelmann nur deshalb so lange einsaß, weil er prominent war. Ist. Das ist doch erschreckend. Ich meine, kann ich jetzt nur noch mit Staranwalt schwarz fahren? Die sollen sich mal lieber um den Intimidator von Gary Maxton kümmern. Was aussieht wie ein 125-teiliges Metallpuzzle, ist nämlich tatsächlich ein Waffenversteck. Denn einige der Puzzleteile lassen sich zu einer funktionstüchtigen Pistole zusammensetzen. Der Angreifer darf halt nur nicht hetzen. Man kann ja vielleicht etwas beschönigen, was ihn erwartet. So wie es Freddie Wong in seinem Kurzfilm macht. Da spritzt nämlich nicht Blut, sondern Blüten. Und die glücklichen Getroffenen sehen vor den Radieschen noch wunderschöne Sonnenblumen wachsen. Habt ihr von den Bereitschaftspolizisten gehört, die Gummiknüppel dicht im Golfhotel randaliert haben? Okay, ihr denkt jetzt, Polizisten? Im Golfhotel? Korruption? Nein, nein, keine Sorge, das bezahlen alles wir. Ja, laut Polizei gab es keine Alternativen zur Unterbringung der Kollegen im 4-Sterne-Hotel. Ich meine, das waren 100 Mann. Keine Stadt hat so viele Ausnüchterungszellen. Polizei jetzt übrigens mal weggucken. Mundraub.org ist nämlich gar nicht so schlimm, wie es klingt. Die Macher der Seite wollen nur verhindern, dass leckeres Obst verrottet. Und deshalb kann man hier Standorte von quasi vergessenen Obstbäumen eintragen. Obstretter sollten die Leiter nicht vergessen und sich unbedingt hier vorher angucken, wie man die am coolsten benutzt. Parkour-Profis haben das ehemals biedere Haushaltsgerät nämlich gerade für sich entdeckt und turnen jetzt damit durch die Stadt. Das Ganze nennt sich dann Pomparkour, ist aber wohl leider nichts für Otto-Normalverstaucher. Übrigens, vor Mundraub muss sich auch unser heutiger Gastzuschauer in Acht nehmen, der Alex. Der hat nämlich Würmer, zum Fressen gern. Und da könnte er bei ihr hier Futterneid erzeugen. Eine der Chimären, die sich Francesco Sambo ausgedacht hat. Der Fotokünstler zeigt mit seinen gruselig schönen Montagen zum Beispiel, wie das wirklich aussieht, wenn man einen Frosch im Hals hat. Ganz unverfälschte Fotos gibt es dagegen hier zu sehen. Vor über 100 Jahren gab es nämlich noch kein Photoshop. Dafür aber schon Sommer, Sonne, Badestrände und glückliche Menschen. Auch ohne Jetskis und Bananenboot. Pediküre war halt die Zuschauerattraktion. Ich könnte auch gut auf Jetskis an Badestränden verzichten. Die produzieren doch nur Lärm und Gestank. Sicher, die Kinder vom Liegennachbarn auch. Aber zu Jetskis gibt es umweltfreundliche Alternativen. Die Pustix zum Beispiel von Lenny. Wunderbare kleine Flöße, die er aus Holzstücken, Zweigen, Blättern und allem, was er sonst noch so findet, zusammenbaut. Auch Lennys andere Flickeralben und Miniaturarbeiten sollte man sich übrigens mal anschauen. Etwa seine Leuchtdiodenmännchen, in deren Leben es eigentlich nie langweilig wird. Gut, aber jetzt stimmen wir uns alle schon mal auf das Sommerwochenende ein. Mit Nature Sounds for Me. Eine Website, auf der man sich beruhigende Sounds wie Strand, Feuer oder Vogelzwitschern ganz individuell zusammenmischen kann. Und die selbst komponierte Natursymphonie kann man danach dann sogar herunterladen. Das Gewittergrollen zum Beispiel würde ganz hervorragend zum Video von Tom A. Warner hier oben links im Bild passen. Er hat nämlich einen Blitzeinschlag mit 9000 Bildern pro Sekunde gefilmt. Und so sieht man mal, was für ein Blitzlichtgewitter da in nur 2 Sekunden Echtzeit vor sich geht. Echt unfassbar, diese Energieverschwendung. Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Was? Nö, keine Ahnung, wahrscheinlich aufgegessen.